Na dann. Probieren wir es mal. Das sieht ja schon wieder sehr advanced aus hier. Da komme ich da nicht hoch. Scheiß extra geskillt, aber da komme ich leider nicht hoch. Treibstoffbehälter in der Nähe. Ich bin drin. Wie sieht das aus? Da hatte es jemand sehr eilig, als sie es vom Netz genommen haben. Ich würde vermuten, dass der Hauptstromkreis zusammengebrochen ist. Such ein Kabel und verbinde die Stromquelle mit dem Transmitter. Das sollte den Stromkreis wiederherstellen. Vielleicht kann es irgendeine Gruppierung geben. Okay. Ich muss mich also nach oben schwingen, wie es ausschaut. Schon wieder 3 Millionen gesammelt hier. Aiden, melde dich. Ja, ich bin oben auf dem Umspannwerk. Versuche den Strom an den Transmitter anzuschließen. Das war hier drin wirklich kein Spaziergang. Bist du sicher, dass du es schaffst? Hab ein paar PKs getroffen, die es nicht selbst zum Umspannwerk geschafft haben. Also deshalb meldest du dich nicht? Du solltest sie sehen. Keine Ahnung, welchen von ihnen ich lieber mag. Du weißt schon, dass du das bereuen wirst, oder? Die Peacekeeper, sie sind ganz in Ordnung. Aber aus reiner Herzensgüte helfen sie dir nicht. Ohne sie wüsste ich nicht, was ich hier tun sollte. Außerdem, sie sind da unten und ich bin hier oben. Schwere Entscheidung, was? Ich würde sie ihnen nicht geben. Ich meine, zur Hölle mit ihnen. Die haben ihre eigenen Leute. Und was ist mit den freien Menschen? Jemand sollte auf ihrer Seite stehen. Wer, wenn nicht Leute wie wir? Ich denke drüber nach. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Schlafmütze. Was? Ich bin hier schon fertig und du kasperst da drüben noch rum. Immer im Wettstreit, hä? Huh? Was? Krass, die Abkürzung, die ich gerade gefunden habe. What the hell? So, kann ich noch weiter runter? Nee. Was ist hier da oben nicht, Loki? Es ist nicht warm genug. Wenn's in der Karte, ey. Ich muss kurz den Kater rauslassen. Mach's mich fertig, Loki. Ich kann mich nicht konzentrieren. Oh Gott, beim Anschreien ist noch nie eine Tür aufgegangen. Ja. Hab bestimmt gleich wieder Geschrei von draußen, weil er wieder rein will. Was haben wir da gefunden? Seltener Abrisshammer. Ja. Können wir erstmal aufheben. Hm.
So, die 3 ist verbunden, die 2 fehlt noch, ne? Ich muss die miteinander verbinden, ne? Wie war das? So, also mal kurz gucken, wo ich die hier andüngeln muss. Wenn sie Kabel und Spannwerk. Ein bisschen Larifari, die ganze Formulierung. Wo soll ich denn hinstecken? Ich bestimmt das Kabel hier rüberziehen. Warum konnte ich das nicht hier entstecken eigentlich? Geht das? Lass doch los. So, kann mir nicht vorstellen, dass ich hier damit hoch soll. Also nicht so zumindest. Hier durch vielleicht. Eine wilde Konstruktion, muss ich mal sagen. Habe es eingesteckt. Was jetzt? Aktiviere die Steuereinheit. Die ist im Kontrollraum. Schon unterwegs. Deine Hilfe ist ein wichtiger Beitrag, diese Stadt sicherer zu machen. Ich wollte das nur sagen, damit du dich geschätzt fühlst. Und damit du verstehst, wie wichtig das ist. Okay. Na dann. Vielen Dank. Na gut.
Wie sieht's jetzt aus? Und ist noch ein Spind. Treibstoffbehälter in der Nähe. Okay, ich wollte noch mal den Spind daran. War der? Da. Mach ich denn daran? Hab ich gerade was übersehen? Gut, War das der... War das die Tür, wo ich... Ne, die ist da drüben, ne? Wo ich einfach komplett durchkrabbeln konnte? Oh, fuck! Das wollte ich nicht. Ich wollte, denke ich, auf die mittlere Plattform springen. Was ich nicht geschafft habe. Einfach mal. Ah. Alles klar. Wieder ein bisschen zu kompliziert gedacht. Schon wieder skillen, kann ich in der Tat. Was möchte ich denn skillen? Mehr Ausdauer oder mehr HP? Geht das eigentlich jetzt erst los? Verstehe ich nicht. Müsste doch eigentlich schon viel eher losgegangen sein. Oder hat Waltz irgendwas mit mir gemacht? Peacekeeper oder Überlebende? Wollte hier irgendwas haben. Wiederbelebung, ne? Falls ich irgendwo runterklatsche. Fallen. Armbrustpaket. Ich wollte eigentlich dieses Armbrustpaket haben.
Eigentlich wollte ich Unterschiedlichkeiten skillen, ne? 50-50. Nicht übel. Gar nicht übel. Nicht übel. Stimmt's, Herr Klaus? Sogar optimal. Hier ist deine Bezahlung als Teil der öffentlichen Abmachung. Gar nicht übel. Es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, Aiden. Ebenso. Passt gut auf euch auf. Du hast das in den Dienst gegeben. Sauer auf mich? Nein. Deine Entscheidung. Und ich verstehe, warum. Aber ich selbst, ich bin in allen Belangen für die freien Menschen. Es gibt noch viel mehr Umspannwerke. Wenn wir sie alle zum Laufen kriegen könnten... Können wir zuerst zum Fischauge und... Ja, klar. Treffen wir uns in der Kantine. Ich warte dort auf dich. Hast du gehört, was beim Bazar passiert ist? Chaos und Gewalt. Was passiert, wenn es keine Gesetze gibt? Ganz schön racist wieder mal. Wo ist denn jetzt dieser Händler? Da mir irgendwo. Hier war doch irgendwo ein Händler, oder nicht? Jesus. Ich glaube, wir sind unten. Was die für tollen Kram haben. Irgendein Wundertäter muss mich mit einem Fluch belegt haben. Übertreibst du nicht ein bisschen? Die Abtrünnigen halten sich für hart. Dann hör mal zu. Gestern hat er mir in der Kantine versehentlich eine doppelte Portion zum Abendessen gegeben. Ja? Und da war der ganze Brei verbrannt. Verdammt, das bringt Pech. Hab ich doch gesagt. Wow. So. Wenn ein Krieg ausbricht, wird das der letzte sein. Du hast ja richtig coole Sachen. Das hat sich ja schon wieder gelohnt, Alter. Hey Daniel, warum hast du so viel Geld? Ja, weil die alle irgendwie nur Scheiße verkaufen. Wo ich, ne, Fernkampfwaffe hab. Aber hier habe ich weniger Nahkampfwaffen. Also hier habe ich mehr Ausdauer für Nahkampfwaffen. Falsche verkauft. Clever. So. Weiß auch nicht, warum ich das mache, weil es bringt quasi keinen Lustgewinn hier. Das ist gut zu wissen, dass es hier quasi nichts irgendwas wert ist. Weiß letztendlich sowieso nicht, was das hier alles bringen soll. Weil... Diese Boni sind halt echt nur so im Kleinstbereich, ne?
Hier gibt's die beste Auswahl. Upgrade kaufen. Knallstock, what the fuck? Zubehör, Verbrauchsgegenstände, Waffenmodifikation. Munition, Schockpfeile, Schnittpfeile, Sprengpfeile. Sprengpfeile machen halt Lärm, ne? Ist vielleicht nicht ganz so clever. Sind ja eh nur die Entwürfe, ne? Jetzt wieder aufpassen. Zehn infizierten Trophäen. Irgendwas habe ich doch hier. Zack. Ja, es hat mich halt wieder alles gekostet, ne? Holy shit. Ja. Mal wieder alles ausgegeben. Fein, hast du das gemacht, Daniel. Auch deine Freunde sind hier willkommen. So, Fertigung. Drähte? Federn? Klingen, Federn? Teile und Alkohol und Federn. Zustande. Ich weiß nicht mal, wie man die Pfeile dann wechselt, ne? Aber das werden wir dann gleich sehen. Eine davon. Oha. 70. 10. Ich kann natürlich jetzt aktuell nicht die Pfeile wechseln. Ich weiß sowieso nicht, wie das geht. Wo soll es denn hingehen? Achso, dahinter. Direkt rein, ein Zentrallager, okay. Na denn? Gut, dass er nicht abgesprungen ist, freut mich eigentlich auch. Gerade schon irgendwas wegbewegt. Das Banditenlager nach links. Ja, da kommt man ja easy hoch. Gut, dass ich einen Gleitschirm habe, den ich nicht benutzen kann. Das wäre großartig. Strom für die ganze Stadt. Stell dir das vor. Vielleicht erreiche ich noch ein paar andere. Ja, aber vielleicht überlässt du nicht alle den Peacekeepern, ja?
Gerade sagen, bevor ich hier einreite. Kann ich denn hier die Pfeile wechseln? Ich kann jetzt... Okay. Wie zum Henker kann ich die Pfeile wechseln? Das Ding überhaupt modden? Ja. Blöde Münze, ey. Dumm. Viel? Warum? Fährt ihr mal mit? Alter, wie viel Pfeile verträgst du, Kollege? Nur 7, 8, 10 Millionen Pfeile? Muss, glaube ich, den Kopf treffen, ne? Ja, ne? Also... Nee, 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 nee. Wie gefällt es dir jetzt, Arschloch? Ich hab was für dich, du Stück Scheiße. Wie gefällt dir das? Eckro wird schon wieder an seiner dreckigen... Ich weiche aus. So, den wichtigsten haben wir erstmal. Ach du Heiliger. Hä?
Kill den Wichser! Was ist passiert? Warum bin ich tot? Was zum Henker, was